Ja, sehr brachialer Sound, ja. Ja. Wenn es noch zu laut ist, sag Bescheid. Ich glaube, jetzt bei der Fullspeed ist es immer noch krass. So manchmal weiß ich nicht, ob das wirklich so okay ist. So, da rutscht das Auto so komisch seitlich, keine Ahnung. So, ob es irgendwie so ein Mario Kart Auto wäre. Mach noch einmal, drehe ich noch. Jetzt auch noch sind wir 58, 60 gefahren. Was? Ja, okay. Muss ich mir merken, aber ich glaube, man kann auch individuell für jedes Auto die Lautstärke einstellen, weil ich es nervt mich, dass er nicht umsteigt. Weil ich ändere immer die Lautstärke vom ganzen Computer halt. Den Teil finde ich auch schwer. Also das mit dem Runterrutschen und dann links. Ich meine, ich habe es eigentlich gewusst, dass es kommt, aber irgendwie... Da hier ist ja nochmal so eine... Ist eigentlich die gleiche. Nur nicht so steil geht das hier. Ja, ich glaube, es geht hier... Hier ist so eine komische Sound-Dings da. Oder war das bei anderen Spielen? Ich glaube, das war hier. Hier Audio heißt es hier, guck mal. Könnte ja die Engine runterdrehen einfach nur. Ich hab eigentlich. Oder mache ich Master? Komm ich auch. Ich hab einfach, mach mal auf. Fünf. Das ist noch zu laut. 4, 3. Das weiß ich ja nicht genau. Ob das jetzt für eins oder für alles. Ist immer noch zu laut. Das ist so okay. Ich glaube, so ungefähr hatten wir es. Laut OBS-Ausschlagung hatten wir ungefähr so das. Vielleicht mal ein anderes Auto umsteigen und mal schauen. Geht klar, okay. Das ist krass mit einem Formel 1 Auto. Dann fahre ich am liebsten oben. Also da kannst du hier nicht unten fahren. Hallo? Tot oder was? Das ist ja Katastrophe, du musst hier oben fahren.
Nee. Ja, immer. Also kannst vergessen, Körbs mit dem Ding, ey. Boah. Ich glaube sogar, es ist wirklich bei jedem Auto dann, weil man konnte gar keinen Speicher machen. Ja, echt. Ey. Ich hatte 100.000 im Tacho. Ja, das ist wieder die Kurve. Hm. Ach, das kann man bestimmt einstellen. Aber dann muss ich auch einstellen, dass ich mehr Gehalt kriege. Pro Runde. Das ist ja serverweit, ne? Das nimmt sich ja nächste Ding wieder mit. Nächste Strecke. Da ist ja nichts kaputt gegangen im Auto. Ist ja noch heile. Also ist ja noch alles gut, schau. Also, nein. Alles Beste. Monaco kann kommen. Schauen wir mal, ob das wirklich dingweit ist hier. Ich glaube schon. Was machen wir denn? 23er. Dann verteilt sich denn das Feld endlich da. Die kämpfen immer noch da zusammen. Krass. Wird laut. Ja, okay, das ist jetzt. Ja, okay, es ist spielweit, ja. Aber macht ja nichts. Ist ja dann okay so. Ist ja auch ein Formel 1. Was ist denn wieder mit dem rechten Reifen los da? Was zeigt ihn denn wieder an? Ich muss hier mal. Long Stint gehen, glaube ich. Hört man das Ding? Ja. Ich habe aber kein DS. Also ich glaube, es gibt kein DS hier. Also ich habe kein. Doch, ich habe DS, ich weiß ja nicht mehr wo. Gerade das Auto fährt, also was zum, wie direkt die Lenkung ist.
Das macht genau das, was du mit dem Lenkrad machst. Hier, das ist ja richtig Choreografie hier mit dem. Aber auf den Millimeter! Alter, was zum Fick ist das? Auf den Millimeter macht es genau das, was du machst. What? Ich sag ja, F1 Special, ne? Und hier kann ich ja locker, oder? Ja, wenn ich jetzt hier nicht fahren kann, dann weiß ich auch nicht. Hey, home sweet home, baby. Alles andere, was ich jetzt gefahren bin, ist nichtig. Alles andere ist Blasphemie. Hier ist Beste, Mann. Ich fahre jetzt auch nicht auf den Körper, das ist nicht so gefährlich. Das macht die Lenkung echt 1:1, ne? Ja, das geht doch nicht. Wo ist denn die Lenkung mal an den Autos nicht so eingestellt? Was ist denn das? Wie kann denn das sein? Es ist nicht unbedingt, weil das Ding klebt, sondern ich lenke einfach. Das macht genau die Lenkung, die ich mir im Kopf vorstelle. Hier, genau einen Millimeter am Körper vorbei oder so, zack, einfach auf den Strich fahren. Das ist der einfach am Körper vorbei. Hier, zack. Okay, das war jetzt ein bisschen schnell, aber... Ah, fuck! Mann, weil ich einfach nur gerade was zeigen wollte. Mann. Kaputtes Auto wieder. Ach Mann, ich wollte doch gerade. Ah, nochmal. Oh, gut, dann nochmal. Das denn, da springt man so. Was ist denn? Hey, warum gibt denn dann so einen Schlag immer bei dem Ding? Was ist denn das da? Also, ich finde das schlecht gelöst, der Übergang. Als ob du irgendwie über vier verschiedene Straßen fahren würdest. Ich glaube, ist vielleicht sogar so. Hier kommen noch Kosten nehmen bei der Strecke, die sind bitten. Drecks angerehen und ganz schön die Kurve, okay. Ich glaube, in der Formel 1 war das schwerer zu fahren, das Ding. Da musst du ja dich trauen, also die trauen ist kein Problem, aber man muss halt die Kurve so anfahren, dass du schnell fahren kannst. Das ist auch nicht einfach. Also es kommt mir vor, dass es das einzige Auto bis jetzt ist, das wo der Lenkwinkel stimmt. Weißt du, ich lenke und denk mir, hey, genau da lenke ich auch hin. Zack. Und zack. Die Luft hängt. Jetzt overtake. Scheiße, geht das hin? Ich brauche Button für Overtake direkt. Ich wollte halt bergauf Overtake machen und dann wieder bergrunter normal. Oh, das ist so krass, der Körper. Das ist nicht mein Körper, das ist eine Mauer.
kommt denn das mit diesem Berg ab da? Hier gibt es diese Rechtskurve, die ist auch schon nicht ohne. Ist das mit diesem Schlagloch hier? Wie alt ist es? Das ist hier. Ah ja, das war das von vorhin, genau hier. Und jetzt kommt ja nochmal so ein Ding, aber nicht so krass eng. Genau. Und jetzt, das ist, also ich grip, ist auch schwierig hier hoch, aber geht. Ich hätte schon noch schneller fahren können. Dann hier, ich bleib mal auf voll. Bisschen wegnehmen. Okay. Zum Glück konnte ich in der Kurve bremsen, Alter. Ich hab mich so weggeschallert normalerweise in anderen Autos. Aber ich kann quasi in der Kurve reagieren. Mit 8 Runden in die Kurve bremse 2 km/h. Ende der Geschichte. Immer dieser Sonnenblumen. Ich glaube hier oben. Es ist auch hier schon so holprig, ey. Hier hoch ist auch immer gefährlich. Langsam. Ich glaube, hier hoch ist gefährlicher als das andere. Es ist immer so ein Zack. Wenn du da Gas gibst, war's das. Das ist auch tückisch. Eieiei, das hätte ich fast verpeilt. Aber du kannst einfach reagieren hier. Wie es mich hier wegzieht. Also fährt sich ähnlich wie der Renault vorher. Also vom Grip und vom Handling halt. War ja auch so ähnlich. Dave einfach komplett gespawnt. Oh, warte. Ganze Ding noch raushauen. Wo hab ich denn das? Ist es da unten? Das Ding? Sechsmal drücken. Ne, ja. Oh ja, okay, blockiert. Entschuldigung. Oh, Drift, ey. Drift-Auto. Drift 1. 1 Drift.
Die Kurve ist auch nicht zu verachten. Da kann man auch nur so schnell, das kann man doch fliegen. Aber das hat der Downforce, Alter. Das Ding. Ein bisschen mehr das gehen hier, oder? Was sind die Wichser denn? Okay, 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 okay. Scheiße, Cut. Jetzt mit kaputtem Auto die Runde und die nächste fahren, wenn es wieder zählt. Ja, ich habe halt einfach riskieren wollen. Jetzt wieder kaputtes Auto, merke ich schon. Irgendwie habe ich auch Platten oder irgendwas. Aber ich muss halt ja schauen, wo das mit diesen Curbs geht, oder nicht? Top Speed. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind so hohe Curbs. Nicht, ich kann das so schlecht einschätzen mit dem Kaputt des Autos. Der soll vorne und hinten gelb. Keine Ahnung, der wird hier noch passen. Hier ist das. Hier, das ist Achillesferse, Mann. Dieser Teil. Jetzt kommt der nochmal, aber halt nicht so eng wie vorhin. Hier geht das. Ja, locker. Und dann geht's hier hoch. Das ist aber das Gute, glaube ich. Das Gute hoch. Ja. Wo kommt das Schlechte rechts hoch? Hier? Wann wird's denn enger? Das ist die enger wird. Nach dem zweiten Mal, wie sie so links ist. Rechts hoch und dann das zweite rechts hoch wird enger. Geht zu. Okay. Viel bremsen. Was wieder blockiert. Okay, jetzt kommt diese Scheiße da mit diesem Hack da. Diese kaputten Straßen, dass sie die nicht reparieren können, die Scheiße hier. Was soll denn das jetzt hier? Hundert Jahre Strecke. Tu doch mal da ein bisschen was hin, dass es nicht mehr so komisch ist. Was ist mit euch? Kein Geld in der Eifel oder was? Eifel 65 singen die ganze Zeit, aber kein Geld haben für das. Erzählt mir nichts vom Charakteristik oder was weiß ich. Das ist gehört gefixt. Back, kapack. Hier steige ich noch nicht ganz drauf hier. Das sind auch so viele Kurven gleichzeitig hier. Und wieder so eine komische rechts hoch. Hier wird nicht so eng. Aber trotzdem hast du immer so einen komischen Sprung. Und hier die. Das ist. Okay, das soll ich mir das merken. Zweimal passiert das, was dann links, also geht rechts hoch und geht links zu. Irgendwie so zu. Oh. Hier ist jetzt wieder sowas ähnliches, aber nicht so schlimm. Jetzt ist. Oh. Dann kommt dieses Vollgasanteil. Mann. Nochmal, es ist nochmal enger. Ach,
dahin. Ach, das kommt ja nochmal das zweite Mal, das hier. Und dann, oder? Dann geht's. Ist da vorne schon das Ende? Wie geht's hier hoch? Nee, das ist nicht das Ende. Jetzt aber, oder? Okay, okay. Aber Reifen? Die Reifen sind gequält. Die sind direkt schon gelb. Wie schnell fahre ich denn überhaupt? Das wackelt, ich sehe nichts, Alter. 310, los. So wenig. Viel zu viel Downforce, oder? 310? Na gut, ist doch noch kaputtes Auto, weiß nicht genau. Nur über Schlaglöcher hier. Ich bin jetzt zwei Runden gefahren und die Reifen, ey, sind krass runter. Hinten links ist schon wild. Ja gut, ich fahre aber auch mit Slicks, ne? Mit den roten. Aber bei den anderen, glaube ich, kriege ich keine Temperatur rein. Da treffe ich das Temperaturfenster nicht. Ich will meine Formel einfahren. Da müssen sie das Auto erst verstehen. Oder ich. Und der Toto hier mal hier. Ich verstehe das Auto nicht. Weiß ich auch nicht. Also ich finde, die bräuchte dieses Jahr gar kein Grand Prix mehr fahren. Jetzt, alle vier Wochen Formel 1 Rennen, da wird wieder eins abgesagt. Dann wieder so, also ich meine. Lass Max gewinnen, fahr mal 2024 wieder. Das war's. Reicht ja wieder. Wie lange fahren wir hier im Spiel? Macht doch eh keinen Sinn mehr dieses Jahr. Fährst wieder ein bisschen was und was. Oder lass, wie ich vorhin schon mal gemeint habe, oder wie ich schon Dave geschrieben habe, einfach die drei USA-Rennen und fertig. Ende der Geschichte. Alan Sergio. Der wird sich ja eh fügen. Steht an seinem scheiß Vertrag. Muss ja. Wow, fuck, fuck, fuck. Voll auf Topspeed. Als ob der jemals eine Chance gab in der Reelle. Also ich glaube nicht, dass ich jemals eine Reelle Chance gehabt habe. Außer den komischen Stadtkursen, die hat er irgendwie drauf. Aber das ist halt der Einzige, der ihn schlagen könnte, ne? Aber der hat halt, der ist schon gut, aber der ist zu schwach. Der bricht dann wieder ein. Der bricht einfach wieder ein. Siehst du ja, letztes Rennen. Gut, da hat der Max vielleicht Glück mit der Reifenwahl, weil er zuerst hart genommen hat und später war er medium. Aber letztes Rennen, der Max startet von, was war das, 9 oder 10? Und Anna startet von 1 und trotzdem gewinnt der Max. Also, das war schon, ja. Da hat er schon in die Fresse gehauen, sage ich mal. Genau, er ist nicht konstant und nicht stark genug. Einzelne Rennen, ja. Er hat doch mal seine Momente, genau, ja. Aber dann lässt er wieder nach. Und das bringt halt nichts. Das ist dieses engere, langsam. Ich weiß gar nicht, ob soll ich die so eng fahren oder weiter außen? Ich glaube, eng ist mir schon am liebsten. Jetzt kommt das gleiche nochmal. Und dann... Jetzt ist jetzt okay nach oben rechts. Nicht so schlimm. Und dann irgendwann die nächste, übernächste wird enger. Ist das die schon? Die übernächste, oder?
Nee, es kommt noch einmal rechts und dann wird... Genau die, die rechts... Ja, die. Also die zweite. Ich würde sie schon irgendwie im Kopf zusammensetzen, das Puzzle irgendwann. Aber ich... Egal, was für Upgrades die Teams bringen, ich glaube nicht, dass überhaupt jemand eine Chance hat. Weil Red Bull zeigt ja auch noch nicht alles. Wir sind ja jetzt schon eine Minute vorne. Und wenn die anderen Upgrades bringen, kommen sie vielleicht auf 40 Sekunden ran. Und dann, wenn Red Bull aufdreht, und dann Ende der Geschichte. Ich frage mich nur, wie wird es dann sein, 2026, einen neuen Motor? Und jetzt haben sie noch den alten Honda-Motor, können sie noch ein bisschen ausnutzen. Meinst du, dass sie alles gezeigt haben? Viel in Ding, glaube ich, sogar in zweites Rennen, wo der Sergio gewonnen hat, in Aserbaidschan, oder? Da sind sie ja, da haben sie es ja gegeben. Da wollte der Max vorbei, aber die haben es, die wollten es halt nicht. Meinst du Miami schon? Ja, kann schon sein, weil hat er wirklich gut aufgeholt, ja. Der Max. Das, hier vergesse ich es noch. Ich weiß noch nicht, waren da gar Graffitis auf der Straße kurz vorher und dann sind wieder Graffitis? Graffitis, so eine komische Kurve, nochmal Graffitis. Und die... Ich muss sagen, ich finde die Saison schon irgendwie spannend. Max hin oder her. Ultra stark, aber der Rest. Also das Mittelfeld ist schon so sehr eng zusammen. Oder zusammen. Oh. Jetzt kommt hier nochmal so ein Ding. Stimmt. Ja, super Vorsprung und ich meine, die entwickeln ja auch weiter. Letztens meinte ja der eine, dass es vielleicht ist, wie bei damals bei Braun GP, dass sie die erste Rennen gewinnen, weil und irgendwann kommen diese Nachteile wegen dem weniger Windkanal. Aber so stark sind die Nachteile dann nicht, wenn die jetzt so stark sind. Kann man nicht vorstellen, dass dann die letzte Rennen der Red Bull immer hinten ist, auf Platz 20. Geht gar nicht. Dass sie jetzt so viel Vorsprung wie möglich herausfahren sollen. Ja, zweite gezeitete Runde heute. Overall zwei gezeitete Runden überhaupt in Nürburgring, Nordschleife, Ring, GP, Endurance. Puh. Cool. Was sagt der Server? Ja, zwei gezeitete Runden habe ich. Mit dem M4. Achso, die ist noch gar nicht drin, weil die kommen. Ne, drei habe ich sogar, oder? Mit dem LMP1 habe ich auch eine, bin ich auch eine gefahren. 7,55, 9 mit dem M4 und 7,27 mit dem. Topspeed 3,17. Ping 26. Wenn der David joint hat er 9, haben wir getestet schon. Einfach meinen eigenen Server verarschen. Okay.
steht sie auch, oder? Timetable. Aber nicht alle steht hier. Also ich finde, ich habe zwei Zeiten hier. Ich weiß nicht, ob der was da gezählt hat. Ja, geil, Mann. Ich würde jetzt pinkeln und dann weiter cruisen. Aber wieder mit einem langsamen. Machen wir mit dem hier. Der ist ein bisschen anders. Der ist ein bisschen anders. Ja, mit Off-Track zählt das leider nicht. Ja. Deswegen bin ich ja so... Ja, das Mood oder was? Bin ich ja so wild drauf, dass ich die Zeiten schaffe. Zumindest mit jedem Auto mal eine Zeit setze. Auch nicht langsam, sondern einfach auf Risiko auch fahren und versuchen zu lernen dabei. Immer mit mehr und probieren und dann auch lernen. Und irgendwann gucke ich halt, was ich bleibe. Dann gehe ich mal schnell pinkeln hier. Heroes tonight. Yeah. So, mal schnell pinkeln. Vorhin ein bisschen Monster getrunken, damit ich das schaffe. Ich habe mich heute so schwach gefühlt. Aber mit zwei Monster weiß ich ja nicht. Jojo, bis gleich dann. Keep racing und wir sehen uns auf der Straße. Auf der Straße, na klar!
Der Puls? Noch da? Ja. Tau Fico, was geht? War gerade schiffen hier, musste ja aufstehen. Willkommen in meiner neuen Racingbude, Hashtag Kitchen Streaming. Nichts auf den Kopf, sondern mit einer GBL-Box höre ich den Sound. Mit einer GBL-Box höre ich den Sound. Weil ich darf nichts in die Ohren nehmen. Das tut so weh. Du willst Duell machen? Warte, ich hab das gar nicht an hier in der Szene. Ah. Was geht, Tau Fico? Ich werde jetzt die nächste Zeit irgendwie aus der Kitchen streamen, weil... Auf dem Stuhl fühle ich mich aktuell wohler, was die Rahmenbedingungen angeht. Ja, leider mit dem Besser ist es, stimmt es halt nicht. Ich muss Montag nochmal hin. Aber so weit, so gut, dass ich jetzt mal probiert habe, ein bisschen zu streamen jetzt hier mit Box. Ich war mir nicht sicher, ob das überhaupt geht. Nehm ja Cortison-Kacke und das führt zu extrem beschissenen Nebenwirkungen bei mir. Und dann nehme ich für die Nebenwirkungen wieder was und das ist halt wieder beschissen. Aber ich habe zwei Monster getrunken heute. Mich ein bisschen gepusht dadurch. Mal gucken. Aber passt. Bin live. Und werde auch immer wieder mal live gehen, wenn es einigermaßen funktioniert. Aber von der Küche. Wir müssen auch nicht Racing machen, aber ich kann... Hauptsache, ich kann hier sitzen. So. Wie geht's dir so? Du bist ja auch am Streaming, wa? Ich hab gesehen, du warst auch länger nicht mehr da. War ich traurig. Oha. Okay. Ja, Setup ist nie gut, immer doof. Was du was angeht.
Setup ist nie geil. Ich ändere ja auch, eigentlich zu jedem Stream ändere ich das Setup ein bisschen. Ich habe schon wieder geändert. Gerade zum letzten Stream. Wenn das Auto zu laut sein sollte, Bescheid sagen, kann ich es leiser machen. Und beim Autofahren geht's anscheinend mit dem ganzen Stuff hier, dass ich über Boxen fahre. Wenn ich dann irgendwelche Videos schaue oder was anderes spiele, weiß ich ja nicht. Oder wenn jemand im Discord ist, war noch keiner im Discord zum Testen. Ob das geht. Was ich meine, dass keine Rückkopplung im Stream ist. Weil ich habe ja die Box da vor mir und die ist halt... ist halt laut. Aber ich habe vergessen zu schauen im Wohnzimmer, wie laut Discord eigentlich ist. Wie nah bin ich denn hier rangezoomt? Hast du dir ein bisschen angeschaut, GT7? Du hast mir ja da ein bisschen angefixt wegen dem Film, hatte ich mal GT7 ein bisschen gestreamt. War auch spaßig. Aber ich habe dann das Kabel für das Lenker für die, von der PlayStation für die Kamera gebraucht. Ich finde, bei dem Auto sollte das Lenker weg. Das sieht ja total komisch aus, das komische Lenker da. Da habe ich mir angeschaut, aber das Mix-Setup war dann noch schlecht. Ja. Habe ich zu laut, war ich zu laut oder so, ne? Übersteuert. Also am Setup habe ich nichts verändert. Also am Mikrofon. Nein, dein Mikro war einfach schlecht. Ja, aber das ist das Gleiche. Nichts anderes. Das habe ich eigentlich bei dem Gran Turismo auch, oder nicht? Das ist genau das Gleiche. Müsste das gleiche genau sein. Außer ich habe nichts verändert an dem. Seit Ewigkeit nicht. Wenn ich zu nah rangehe, übersteuert es halt. Nee, vom Headset habe ich es nicht benutzt. Ne? Ich musste mal in der Aufnahme schauen. Ich habe das ja. Wollte ich ja. Oha! Schau ich dann gleich mal. Gucken wir mal kurz rein. Vielleicht war ja was verstellt. Ich schau mal gleich da rein. Wir schauen alle da rein. Ich muss nur kurz finden. Gran Turismo. Alle 27. Achso, das ist noch, alles Entwürfe hier. Mit Lenkrad. Ja, hier. Siehst du?
Der Arm ist genauso da. Ich muss mich halt ausmachen. Warte mal. Was ist eigentlich hier? Achso, das ist das Auto. Weißt du, das Mikrofon sieht man da auch. Dann guten Appetit, lass dir schmecken. Bis später. See you on the track and keep racing. Ja, genau. Ich hab mal gedacht, ich schreib dich mal kurz vorher an, Voodoo. Ob du vielleicht 2 Minuten Zeit hast, ein Bild zu bearbeiten. Ich weiß nicht, was du gesehen hast. Hast du auf Kick gesehen oder wo hast du auf YouTube gesehen früher? Weil das Neue ist noch nicht gar nicht auf YouTube, das ist noch gar nicht veröffentlicht. Also ganz normal wie jetzt, eigentlich alles identisch, nur der Sitz ist anders. Siehst du? Außer du hast ein altes Video auf YouTube gesehen. Aber das neue gibt's noch nicht auf YouTube. Ich finde das so seltsam mit dieser Sicht hier. Was anderes gucken hier. Die Sicht ist komisch. So. Also ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Das ist halt so das gewesen. Vielleicht kannst du mir das schicken, was du gesehen hast. Boah, was ist jetzt hier? Ah ja, okay. Oh, das ist wieder so ein Aufzug. Hey Spezi, was geht? Kitchen Racing. Ja, kannst du meine Post in Discord durchlesen? Da geht's mehr um das Thema und genau wie ich mich fühle. Seit 2.5. Wie geht's dir? Der 2.5. voll gepumpt mit irgendwelche Scheiße und alles, dies, das und dann noch wieder andere Kacke nehmen, damit es die anderen Nebenwirkungen. Ja und so weiter. Kannst du Discord durchlesen? Alles gut. Und jetzt habe ich halt hier eine Box. Höre ich den Ton? Und hoffe, dass ihr den Ton halt nicht doppelt hört, den Kopplung oder so.